Hallo, ich bin Ulrich und ja, weiter geht die Playliste der Jakobswege-Filme. Ja, so, heute habe ich mir den Film Raus angeguckt. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, nicht viel reinlegen. Und es gibt, soweit ich das weiß, nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Es ist auch die Frage, ist das überhaupt ein Jakobsweg-Film? Gut, gucken wir uns gleich an. Es gibt drei Blöcke. Zum einen werde ich mal gucken, wie so das ein Jakobsweg-Film ist oder wieso auch nicht. Das, denke ich, darf jeder erstmal sehen. Wer die Pointe sich aufheben will und erleben möchte, der schaltet spätestens dann ab. Das sage ich dann aber, bevor ich dann in den Inhalt reingehe. Und bevor ich die Pointe dann wirklich offenlege, sage ich es auch noch mal ganz ausdrücklich. Also am besten ist, wer die Pointe, dieser Film hat eine Pointe. Und wer sie wirklich sehen und erleben möchte, der guckt sich den Film am besten an, bevor er sich dieses Video anguckt. Ob er dann dieses Video anschließend noch braucht, weiß ich nicht. Aber immer dran denken, ich habe nichts zu verkaufen. Ne? So, der Film ist über DVDs zu kriegen, ist aber relativ teuer. Und ich habe ihn geguckt über Amazon Prime. Ja, da ist er in dem Paket für diese 8 Euro im Monat. Da ist er mit drin. Jetzt, heute ist der, was ist jetzt heute eigentlich für Tag? Der 18. März 2020, wobei in 10 Minuten ist der 19. März 2020. Gut, dann ist auch wieder Zeit für das tägliche Corona-Video. Okay, fangen wir an. Also, dieser Film beinhaltet. Ja, so, das ist so dieses Gruppen, es geht um Gruppendynamik, es geht um Gruppenfindung, es geht um einen Guru und es geht um eine bessere Welt. Das ist die Ausgangssituation. Im Wirklichen geht es sehr viel um das Thema Bushcrafting, wie man Feuer macht, was man essen kann, wie man draußen überlebt, wie man Regenwasser sammelt. Aber auch, wie man mit Insekten Macht austragen kann und so weiter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es wird sehr wenig marschiert in dem Film. Das ist also Roadmovies ja sowieso nicht. Aber es geht mehr um diese Gruppendynamik, ne? Und Ähnliches um das Gruppen zueinander finden und um diese bessere Welt als das. Die treten kilometertechnisch mehr oder weniger auf der Stelle. Die Schauspieler sind plausibel. Also es ist nicht so, ich habe jetzt dieses Bild vor meinem Auge, wo ein 32-jähriger Schauspieler einen 16-jährigen Abiturienten spielt. Wenn man da mit offenen Karten vorgeht, ich muss mal eben die Leuchtstoffröhre ausmachen, die hat so ein dämliches Licht, ja. So, wenn man da mit offenen Karten rangeht, wie in der Feuerzangenbowle von Heinz Rühmann, dann ist das in Ordnung. Ne, ich meine, da Heinz Rühmann würde niemanden mehr abkaufen in dem Alter, wo er den Film gedreht hat, dass er dann noch mit 16 auf der Schulbank sitzt. Ne? Sondern dass der mit 32 sich wieder auf die Schulbank setzt, um einen Schüler zu spielen. Ja, das wird ja auch in der Feuerzangenbowle plausibel dargestellt. Und vor diesem Hintergrund ist das Alter der Schauspieler plausibel. Die sind alle so immer Mitte 20, Anfang Mitte 20. 30 glaube ich noch nicht. Gut, so, ich denke an. Für jemanden, der sich für Jakobswege interessiert, Autor interessiert, ist das auf jeden Fall ein interessanter Film. Ja, Punkt. So, an dieser Stelle, soweit erstmal, sind wir erstmal durch oder sind wir erstmal clear. Jetzt kommt der nächste Schritt, wo es ein bisschen inhaltlicher wird, und wo es auch schon, ja, ich werde die Pointe nicht ganz mehr verbergen können. Also, wer die aufheben will, der möge an dieser Stelle bitte aussteigen. Also, da sind Jugendliche, fünf Charaktere sind es. Ich meine, anfangs seien es sechs gewesen, aber das habe ich jetzt nicht mehr nacheruiert. Fünf Charaktere, die über soziale Medien wie Facebook, Twitter, WhatsApp zueinander finden. Auch Mediatheken wie YouTube spielen da eine Rolle, wo es dann heißt, sie rennen immer irgendwie so ein
ja, wie der Esel der Möhre, das machen ja sehr viele so einem Erfolg hinterher. Und da muss ich mich ja auch immer wieder rechtfertigen mit dem Argument, ich habe nichts zu verkaufen. Darum gibt es kein Call to Action. So, und dann kommt so ein zerknirschtes, aber du hättest doch gerne ein paar mehr Abos, ne? Weiß ich nicht. Vor allen Dingen, wenn ich mehr Abos wollte, wie viel würde ich dann wollen? Und das wird dann auch dargestellt, ja, wir machen dies und dies Video und das wird da durch die Decke gehen und, und. Interessant ist dann wieder, da spielt ein Junge eine Rolle, ja, ein recht junger Mann, eine Rolle, der, ja, so irgendwie obdachlos ist, so halb obdachlos, der aber wohl doch aus sehr behütetem Hause kommt. Ein anderer junger Mann spielt eine Rolle, der wohl auch, da erfährt man das nicht im Hintergrund, der wohl auch aus sehr behütetem Hause kommt, aus einem sehr behüteten Umfeld. Und jetzt der Erste mit den Locken, der hat so eine lockige Frisur, total sympathisch. Aber sie sind alle fünf sehr sympathisch. Drei Jungs, zwei Mädels. Und da gibt es dann einen Guru, der heißt Friedrich, und der sagt, ja, seid bitte dann und dann an dem und dem Bahnhof, besonderes Kennzeichen, Mütze, rote Mütze. Daran erkennen wir uns. So. Der Film ist im Harz gedreht, obschon im Laufe des Films ein Schild vom Schwarzwald auftaucht. Aber bei deutschen Filmen, das kennt ihr, da bleibt man ja sitzen, bis der Vorhang fällt und das Licht wieder angeht. Und in dem Zusammenhang, das habe ich jetzt über die Mediathek dann auch gemacht, mir mal den Nachspann genauer angeguckt. Ja, wir bedanken uns bei den Wasserwerken von Klauster Zellerfeld, wir bedanken uns bei der Harzer Hütte und auch wenn man so sieht, durch welchen Wald die da marschieren, das sind sogenannte Fichtenäcker. Den Begriff habe ich beim YouTube-Förster gelernt. Warum, wie heißt das Video? Ich muss mal gucken, wenn ich es wiederfinde. Warum Fichtenacker auch in Schottland dämlich sind oder so, irgendwie heißt das Video. Den Begriff Fichtenacker kannte ich bis dahin noch nicht. Die Verrückten, die da gerade östlich von Berlin im Wald sitzen, die sitzen auch in so einem Fichtenacker. Das ist reiner Nutzwald. Biodiversität haben diese Dinger so gut wie gar nicht. Ne? Da ist man ja im Naturpark Harz auch auf die Idee gekommen, dass man sowas einfach mal machen lässt. Mal gucken, wie die Natur sich weiterentwickelt. Als ich das letzte Mal im Harz war, na, gibt es kein Video von, da kamst du da durch eine Wüste. Ja, und der Borkenkäfer frisst die kahl und das ist aber auch die Chance wieder für neuen Wald. So wurde das dann auf den Schildern, die da standen, dargestellt. Wie gesagt, der Film ist im Harz gedreht, aber spielt irgendwie im Schwarzwald. So, die rennen also diesem Guru hinterher und haben dann als erstes Ziel eine Brücke oder so, wo sie dann auch hingehen und dann ein Schild suchen und das mit irgendwie auch finden. Mit einmal sie suchen, suchen und mit einmal ist ein Schild da 10.000 Meter den Bachlauf entlang. So, das machen sie auch. Da brauchen sie aber, sie brauchen alleine eine Übernachtung, um überhaupt an diese Brücke zu kommen, wobei man nicht weiß, wie weit die weg ist. Aber es heißt dann ja genau 10.000 Meter bis zum nächsten Tafel. Da brauchen sie 2 oder 3 Nächte für. Das heißt, das ist eher so ein Buschkräftefilmer, die treten. Daraus lässt sich der Rückschluss ziehen, die treten da auf der Stelle. So, dann stellt sich natürlich nach 2, 3 Nächten die Frage, was haben die denn überhaupt mit? Also der eine junge Mann hat einen Rucksack mit, der hat eine richtige Outdoor-Ausrüstung mit, so einen richtigen Trekking-Rucksack mit allem Pipapo. Der eine ist mit Reisetasche unterwegs und der Locke ist mit einer, ja, im Volksmund nennt man das Türkenkoffer, mit einer Plastiktüte unterwegs. Der ist auch vorher noch irgendwo, hat er noch ein Verbrechen begangen, das so ein Auto ansteckt. Und das ist aber nicht die Pointe. Keine Sorge. Und ja, was hat er noch? Ein Auto steckt er an. Er klaut auch ab und zu wohl mal. Und dann vor allen Dingen ist er dann auch irgendwie, weil er mit ja, sehr unangenehmer Flüssigkeit in Berührung kommt. Ja. Auch bei so einem Fluchtversuch. Ich habe das nicht ganz verstanden. Er ist vor Wachen am Flüchten, aber wird dann aber das wird nicht weiterverfolgt irgendwie. Und angeblich taucht dieses Video dann bei Instagram Video oder YouTube Video oder irgendwie so taucht. Ich habe es nicht verstanden. Den ganzen Hintergrund dieser Sache habe ich nicht wirklich verstanden. So,
Und dann zieht er geht dann irgendwie in einem Bach baden und zieht sich dann Klamotten aus dem Altkleidercontainer an. Auch das wäre wieder Diebstahl. So, auch das wäre wieder Diebstahl. Na, so. Okay, was wollte ich jetzt erzählen? Ja, man fragt sich, was die dann da immer in ihren Taschen drin haben. Das ist mir schon, als ich den das erste Mal gesehen habe, die drei Jungs sind immer frisch rasiert. Auch die ganzen Klamotten, wenn du wirklich 2 Wochen draußen bist und die sind ja tagelang da unterwegs, auch nachdem die das zweite Schild gefunden haben, sind ja nochmal 3, 4, 5 Nächte, wo man sieht, dass sie immer wieder, es wird immer wieder Tag, es wird immer wieder Nacht. Es spielen sich Szenen ab, zwischenmenschliche Szenen ab zwischen den Protagonisten des Films. Die sind tagelang unterwegs. Man könnte jetzt mal eine Strichliste führen, wie viele Nächte man da denn überhaupt sieht, wie viel Lagerfeuer und so weiter. Ja. Man fragt sich, was die da alles in den Taschen haben. Die müssen da also Unmengen an Haarspray, Kosmetik, Zahnseide, Zahnpasta, Zahnbürsten, Rasierschaum, Rasiergel, Rasierapparate, was die da alles drin haben müssen. Also, das ist nicht plausibel. Muss ich klipp und klar so sagen. Nach einem wirklichen Buschkräfteleben sieht das nicht so wirklich aus. Gut, sie kommen dann, nachdem sie an dieser Staumauer dann waren, nach diesen 10.000 Metern, auch an der Tankstelle. Und dieser de facto Obdachlose ist natürlich auch ohne Geld unterwegs. Ja, so, und dann kommt wieder da gibt es dann auch noch eine Schlägerei mit dem, weil da ist dann ein Motorradfahrer, der eines der Mädels anbaggert. Drei Jungs, zwei Mädels, da ist sowieso schon irgendwie einer über. Da gab es doch mal diese Serien 70er und drei sind einer zu viel, oder nicht? Ich habe das als Kind nicht wirklich verstanden. Aber ich kann mich entsinnen, dass ich das schon gesehen habe. Ja, aktuell ist ja auch Büro Büro wieder mit Dr. Brockstedt auf Prime zu sehen. Ja, manchmal denke ich, viel hat sich an dem Zeug, was da dargestellt, das ist aktueller denn je. Man denke ich manchmal so. So. Das sind so die uralten Serien, aber früher war es halt so, wir hatten nur drei Programme, de facto ja eigentlich nur zwei. Ja gut, und zwei Holländer hatten wir hier an der Grenze noch, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass wir die großartig geguckt hätten. So, und das sagte kürzlich auch mal einer auf heise.de. Ja, früher war es halt so, man ging zur Schule und das, was am Wochenende im Fernsehen lief, das hatte jeder gesehen und das ist heute nicht mehr so. Gut. Auch die Möglichkeiten, solche Rezessionen zu machen, hat es ja seinerzeit noch nicht gegeben. Okay. So, im Wesentlichen sind wir damit durch. Wie gesagt, man fragt sich, was die alles in ihrer Plastiktüte haben. Die beiden Mädels sind eigentlich komplett ohne irgendwelche Taschenkoffer unterwegs und auch immer super Haarschnitt. Die Jungs sind immer perfekt rasiert. Also, plausibel ist anders. So, auf alle Fälle kommen sie dann zu einer Hütte. Wie gesagt, das soll alles irgendwo im Schwarzwald spielen, aber ist definitiv, wenn man sich den Nachspann anguckt, im Harz wohl gedreht. So. Das war's bis hierhin. Alle Anspielungen auf die Pointe habe ich so weit wie gehend verhindert. Es ist, wie gesagt, Outdoor-Wissen da. Wie macht man Feuer? Was kann man essen? Was kann man an Pflanzen essen? Wie fängt man einen Fisch? Anleitend werden auch ein paar Sachen dargestellt von so einem Wunschdenken. Ach ja. Wunschdenken. Ja, ich habe noch nie irgendwie Obdachlosen geholfen, ich habe noch nie Tieren geholfen, ich habe noch nie bei Greenpeace auf dem Boot gegen die Brennspar gekämpft. Ja gut, dafür sind die zu jung, aber ich habe noch nie dieses, man, das ist so dieses Wunschdenken. Das ist übrigens in meinen Augen sehr realistisch. Da hat es jetzt, wo ich das spreche, so einen Fall gegeben bei den Linken. Bei den Linken. In Hamburg war ja Bürgerschaftswahl. Und da gab es auch einen, der hat als Listenfüller kandidiert, ein sehr junger Mann. Und da gab es dann die Auseinandersetzung, er hätte was für Friday for Hubraum, Blödsinn, für Friday for Future sich aktiviert. Und da gab es halt viele Stimmen, die gesagt haben, das stimme alles gar nicht. Er hätte da nichts gemacht. Und ich habe dann bei Holger vom Massengeschmack TV das gesehen. Der hat ihn dann mal zu Wort kommen lassen. Der hat ja irgendwie so ein Herz für Widerstandskämpfer, hätte ich mal fast gesagt. Trotzdem schöner Kanal.
Holger vom Massengeschmack TV gehört übrigens zu den 2, 3, 4, 5 Leuten, wo ich sage, die haben eine Chance, YouTube zu überleben. Also auch an den Bibi Beauty Place hat das in meinen Augen Gronkh, Ungerle Floyd, Kati Kaczmarek, wie sie alle heißen. Ich glaube nicht, dass die das Ende von YouTube wirklich überdauern. Früher oder später geht es denen so wie dem Krappi und dann werden die auch mehr oder weniger pleite machen müssen. Weil ich sehe das Konzept nicht. Aber wir schweifen gerade wieder ab. So. Und das ist genauso dieses Denken, ja, man möchte gerne das alles irgendwie machen, man ist aber doch im Alltag irgendwo gezwungen. Täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Ich würde auch gerne so vieles so anders machen, aber es geht halt einfach nicht. Will ich denn überhaupt aus dieser Gesellschaft eigentlich aussteigen? Ja, und auch das zeigt der Film recht gut, diese Schnittmengen zu anderen Bevölkerung. So. Ich nehme wieder einen Schluck aus meiner Tasse. Jetzt kommen wir auch zur Pointe. Also, wer die jetzt wirklich noch nicht, wer mir bis hier gefolgt ist, aber die Pointe sich noch aufheben muss, der muss jetzt hier spätestens abschalten. So, jetzt ist gleich mein Saft auch alle. Also. Die rennen ja diesem Friedrich hinterher und so viel sei schon mal vorweggenommen, den gibt es gar nicht. Ne? Einer der fünf hat nämlich so getan, als sei er der Guru. Der mischt sich also unter diese Gruppe. Das ist ein Teil der Gruppe, ein fester Bestandteil der Gruppe. Er nimmt schon anfangs eine Führungsposition irgendwie doch ein. Wobei man als Zuschauer noch nicht weiß, dass er dieser Friedrich ist, dem sie hinterherlaufen. Der den Leuten dieser Gruppe eine bessere Welt verspricht. Da haben wir auch wieder das Problem, was wir auf dieser Veranstaltung mal hatten. Wo ich dann auch sage, sag mal, Timo, was machst du, wenn jetzt hier 1000 Mann stehen? Und was ja auch eine ganze Zeit lang immer gesagt wurde, wenn man per Facebook zum Geburtstag einlädt und sich damit einmal 10.000 Leute anmelden, was machst du dann? Ne? Und da hat es ja auch schon mal beim Drachenlord und so weiter richtig Versammlungsgebote gegeben. Also man merkt schon, dass diese sozialen Medien schon einen gewissen Einfluss haben. Und dass die Frage, was hättest du gemacht, wenn da jetzt 100 Mann kommen, die ist durchaus berechtigt. Ne? Wobei mir kein einziger Fall da wirklich bekannt ist. Wenn es solche Veranstaltungen gegeben hat, dass der Timo zum Beispiel zu einer öffentlichen YouTube-Wanderung aufruft, da wo ich war, da waren wir 20 Mann. Ne? Aber auch da, das habe ich dann ihm auch gesagt, das steht ist versicherungstechnisch, das ist irgendwo so eine Luftnummer. Ne? Und da sollte man also schon irgendwie dann so einen Wanderverein oder sowas mit ins Boot holen, die zum einen das Know-how haben, 1000 Leute auch zu handeln und auch versicherungstechnisch zu handeln, die auch das Know-how haben, so eine Wanderung anzumelden. Und die Frage stellt sich durchaus, die ist realistisch, was hättest du gemacht? Also der Obdachlose fragt dann den Anführer der Gruppe, was hättest du gemacht, wenn da jetzt 1000 Mann stehen oder wenn da jetzt 100 Mann stehen? Das waren jetzt nur fünf, ich meine anfangs sechs. Ach ja, die eine bringt auch noch einen Hund mit. Gut. So, dann ziehen die ja zu der ersten Brücke und auf dem Weg zur zweiten Brücke haben sie, glaube ich, nochmal wieder wenigstens ein oder zwei Übernachtungen. Also für 10.000 Meter, für 10 Kilometer zwei Übernachtungen, die treten eigentlich auf der Stelle. Und das merkt man auch. So, und da taucht dieser heimliche Anführer, dieser inoffizielle Anführer, der dann ja der richtige Anführer ist, nachts mit einmal rennt er mit der Taschenlampe durch den Wald und dann kommt dann durchaus die Frage, wo kommst du denn jetzt her? Ja. Ich war zum Spatengang. Ist eine plausible Antwort. Man sieht es nicht, aber es liegt die Vermutung dann im Raum, als die Pointe dann gelöst wird, dass er dieses Schild dann da aufgehängt hat. Wie das Schild an der ersten Brücke, das war ja anfangs nicht da und ist dann ja erst aufgehängt worden, nachdem die Gruppe schon da war. Ich weiß es nicht. Das kriege auch ich nicht mit. Das wird dann auch noch mal später thematisiert. Also ein schöner Film, muss ich alles in allem sagen. So. Danach sind sie eigentlich bloß noch, nachdem sie an dieser zweiten Brücke waren, nur noch am Kampieren und am Zelten und irgendwie laufen sie im Kreis, habe ich so den Eindruck. Wie gesagt, angeblich soll das irgendwo im Schwarzwald sein. Wenn man sich den Nachspann anguckt, hatte ich ja gerade schon gesagt, bei einem deutschen Film bleibt man sitzen, bis der Vorhang fällt und das Licht wieder angeht.
Und im Nachspann steht dann drin, dass das im Harz gedreht wurde. Nicht offiziell, aber wir danken für die Unterstützung der Wasserwerke Clausthal-Zellerfeld, der Harzer Hütte, der Wasserwerk, der oberen Wasserbehörde in Magdeburg und so weiter. Und die Wälder, die da gezeigt werden, ich denke auch, ist das Schwarzwald in Westdeutschland, so ein Fichtenacker? Ja, für den Begriff Fichtenacker muss ich beim YouTube-Förster mich bedanken. Den kannte ich, wie gesagt, vorher auch nicht. So. Und dann kommt die Szene, die Schlüsselszene, die die Pointe dann eigentlich ist. Natürlich zwei Mädchen, drei Jungs, dass sich da zwischenmenschliche Beziehungen ergeben. Ne? Das Thema schwul wird durchaus auch angesprochen, aber nur so ganz, ganz unterschwellig das Wort schwul fällt. Aber mehr im Sinne von Freundschaft unter Männern. Heimliche Anführer, ja. Und der eine, der dritte Junge, mit dem, der die richtige Ausrüstung, der steht immer so ein bisschen im Hintergrund. Der spielt also nicht wirklich eine Rolle. Bei den beiden Mädels ist die eine ist die, die weiß, wie man Feuer fängt, die weiß, was man isst. So. Und zwischen dem Obdachlosen und dieser gibt es dann entsprechend zwischenmenschliche Kontakte. Und dann sucht er nach einem Kondom. Sein Kondom hat er bei der Tankstellenaktion irgendwie entsorgt oder was vorher schon. Ja, so sucht er nach einem Kondom und der andere Junge mit Rucksack, der hat keines mit, sagt er. Aber guck doch mal bei dem im Rucksack. So, und als er den Rucksack dann untersucht, der ist übrigens mit einer Reisetasche unterwegs, hatte ich ja einleitend gesagt, fragt man sich auch, ist das so praktisch? Aber gut, die marschieren ja so gut wie nicht. Das sind ja bloß wenige Kilometer, die da mehr oder weniger, die müssen im Kreis laufen. Die müssen da wirklich im Kreis laufen. So, als er da in dem Rucksack nach einem Kondom sucht, findet er dann die Schilder, die an der ersten Brücke gehalten haben und die an der Talsperre gehalten haben. Da müssten nochmal Leute, die im Harz wirklich ortskundig sind, mal gucken, die müssten eigentlich erkennen, was das für eine Talsperre ist. Ich habe so einen Verdacht, nachdem ich am Schluss dann erstmal, wurde mir erstmal klar, das ist im Harz. Ich denke an dieser Talsperre. Ne? Das kommt, ich meine, das ist da habe ich mich ganz böse verlaufen. Aber gut, es gibt, nachts sind alle Katzen grau. Gut. Und dahinter gehen sie dann zur Tankstelle, wo dann dieses mit dem Motorradfahrer passiert. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann stellt sich heraus, der inoffizielle Anführer der Gruppe ist nicht der inoffizielle, sondern es ist der offizielle. Das ist dieser Guru, dem sie hinterherlaufen. Ja, und dann laufen sie doch zu einer Hütte. Koordinaten werden in dem Film auch gezeigt. Das müsste heute über, ja, Google weiß ich nicht, aber über OSM kann man diese, könnte man diese Koordinaten eingeben. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe also nicht geguckt, wo die eigentlich sind. Und dann wollen die da angeblich in dieser Hütte leben und dann kommen aber, während sie da leben, sich wieder miteinander anfreunden, auch noch weitere Jugendliche dazu. Ja, junge Erwachsene, ja. So, Gewalt. Es gibt eine Schlägerei mit dem Motorradfahrer. Es gibt die Schlägerei der beiden Jungs untereinander. Eins der Mädel, also die das Know-how überhaupt in die Gruppe bringt, gibt diesen heimlichen Anführer an die Gurgel, indem der auch dann, es ist keine Vergewaltigung, aber ja, doch körperlich wird er schon misshandelt, ja. Wie die sich das Leben dann da irgendwie an dieser Hütte dauerhaft vorstellen wollen, weiß ich nicht. So. Es gibt auch noch, ach ja, Gewalt. Dann kehren sie in ein Ausflugsrestaurant, wollen sie einkehren. Geld ist ja grundsätzlich da. Zumindest zwei der drei kommen ja aus einem sehr behüteten Umfeld. Vielleicht sind es auch deswegen Wohlstandsflüchtlinge. Das hat man auch, wo war das? Ich bin gerade am Überlegen, welcher Film das denn noch war. 23 in dem Film, da wird das auch dargestellt. Das ist auch so ein Junge, dem es einfach zu gut geht. Ne? Zu 23 kann ich euch einen Link unten reinlegen, ja. Und ja, das sind so diese Jugendliche, die einfach zu behütet aufwuchsen, die einfach wirklich nicht mehr wissen, was sie noch machen sollen und die einfach irgendwie die Welt retten wollen, aber sich auch nicht so diesen Weg. Ja, Moment, bleiben wir erstmal bei diesem im Harz. So. Und da kommt dann der Wirt und sagt, der augenscheinlich der Wirt und sagt, nee, ich will euch hier als Kunden nicht. Ist nicht plausibel. Warum? Weiß ich nicht. Bezahlen können die ja. Ja, und dann brechen sie da in die Speisekammer ein.
Natürlich, das kann ich dann wiederum nachvollziehen, so diese Gelüste, die du hast. Wenn du so 14 Tage draußen bist, das sehe ich, sieht man auch in diesen anderen Jakobsfilmen, wird das immer mal thematisiert, dass du irgendwann so an den Punkt kommst und ja länger als 14 Tage kann ich nicht raus, dass du irgendwann an diesen Punkt kommst, wo du dann sagst, ja, jetzt brauche ich doch mal ein vernünftiges Hotel, jetzt brauche ich doch mal unseren Lebensstandard wieder, jetzt brauche ich doch mal irgendwie Pommes, Mayo, Currywurst. Ne? Und das wird da halt dargestellt. Aber warum der Wirt denen das jetzt verweigert, das erfährt man nicht. Ne? Wird auch nicht deutlich. Dann brechen sie da in die Speisekammer ein und dann hält der Wirt dem die Schrotflinte, dem einen von denen die Schrotflinte. Da steht man dann auch wieder vor der Frage Waffengewalt. Waffengewalt in der heutigen Zeit gegen Menschen. Hat es kürzlich einen Fall gegeben, da hat ein Polizist einen anderen Polizisten erschossen, auf der Schießbahn erschossen. Das ist das, wo man bei der Bundeswehr ja auch immer wieder vor gewarnt wird, dass man niemals mit einer Waffe auf andere Menschen zeigt. Egal wie sicher man ist, dass sie entladen, gesichert und Patronenlager frei ist. Moment, das Patronenlager frei, entladen, gesichert und da gab es irgendwie so ein Ding. Ne? Trotzdem nie, und das hat er wohl gemacht auf der Schießbahn. Ich habe genaues, weiß ich nicht über den Fall, aber ich stelle mir das, ich habe schon ein bisschen Fantasie, dass der halt hier Ende hoch schießen und dann hat sich da eben doch ein Schuss gelöst, weil eben doch ein Schuss schon drin war, der nicht hätte da drin sein können. Eigentlich werden Polizisten wie Soldaten darauf getrimmt, das niemals zu tun und egal wie sicher man ist, so Waffengewalt gegen Menschen. In so einer Schrotflinte sitzt, glaube ich, ein Schuss drin oder zwei. Da sind aber fünf junge Menschen, die ihn überfallen. Ist das psychologisch plausibel? Irgendwo ja. Der hätte nicht geschossen. Im Affekt. Muss offen bleiben. Auf alle Fälle geht dann unser Obdachloser hin und haut dem dann mit dem Schinken einen über den Kopf. Und danach ergreifen die die Flucht. Zwischenzeitlich kommt auch die Polizei. Und sie schaffen es wohl auch vor der Polizei zu fliehen. So, ein Hund spielt noch eine Rolle. Der ist dann an genau dieser Stelle, ist der Hund dann auch weg. Und ja, ist mir auch egal, dass der Köter weg ist. So in etwa. Aber Tiere schützen wollen. Ja. aber insgesamt ein sehr schöner Film über Gruppenfindung, über soziales Feeling einer Gruppe, über das Zusammenfinden einer Gruppe, über die Bedeutung eines Gurus. Und auch, dass man wieder so einem Guru hinterherläuft, hatte ich ja jetzt gerade gesagt, als diese Serie Büro Büro im Fernsehen läuft, da gab es diese Bhagwan-Sekte, die war da in aller Munde. Oder momentan redet irgendwie alle Welt über Colonia Dignidad. Das hat es alles ja schon gegeben, diese Gurus. Und sie scheint es auch immer noch zu geben. Es ist wohl so, dass es gibt ja diese Menschen, die sagen, das habe ich ja in einigen Videos, ja, ich weiß, wer sich an die Nase fasst, der lügt, ne? Pinocchio zumindest. Ach nee, da wurde die Nase lang, wenn er lügt, ne? Was wollte ich jetzt erzählen? Ach ja, diese Gurus. Ja, da passiert es dann ja so, man sitzt in so einer normalen Halle und dann steht er da vorne auf der Bühne. Sie befinden sich jetzt auf einer schönen, grünen, blühenden Wiese. Um sie herum blühen die Blumen, der Himmel scheint, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, die Vögel singen. So, ja, und dann anschließend, und dabei muss man noch irgendwie die Hände zusammenlegen. Und bei mir ist dann spätestens schon beim Hände zusammenlegen Schluss. Oder so Spielchen, dass man die Hände auflegt und dann geht die Hände an. Funktioniert bei mir nicht. Ne? Diese Suggestion, da haben die sich an mir immer die Zähne ausgebissen. Ich bin da überhaupt nicht für empfänglich. So, aber die meisten, irgendwie 90% der Menschen scheinen für sowas empfänglich zu sein. Ne? Das ist auch ein Punkt wieder, wo Wikipedia ins Spiel kommt, wo ich dann immer sage, glaubt nicht alles, was bei Wikipedia steht. Da kann jeder alles reinschreiben, aber es scheint sehr viele Leute zu geben, die wirklich einfach das glauben. So,
Ich sage dann immer, erstmal auf Plausibilität prüfen. Und das habe ich ja quasi jetzt mit diesem Film auch gemacht. Also die treten da mehr oder weniger auf der Stelle. Die sind da eigentlich nur am Lagern. Die Diskussion kommt auch durchaus auf. Wollen wir nicht hier bleiben? Ne? Nee, wir wollen doch zu einer Hütte. Ja gut, wie sie dann, die Frage kommt dann ja auch, nachdem sie dann da in der Hütte wohl angekommen sind und auch ein bisschen da leben, wie das da dauerhaft weitergehen soll. Ne? Und da kann man dann wieder einschätzen, da kommt dann wieder das, wo ich schon mal über VWL an einer anderen Stelle so geschimpft habe. Ja, da entwickeln sich dann wieder quasi Parallelkulturen. Ne? Was passiert nach der Revolution? Ja, und an dieser Stelle möchte ich einfach schließen. Das muss die Frage, was passiert nach einer Revolution? The Animal Farm, ne? Wobei Buch und Film bitte auseinanderhalten. Ich weiß, um das Buch zu verstehen, müsst ihr Englisch können. Ich weiß. Ne? Das Buch endet anders als der Film bei The Animal Farm. Was passiert nach der Revolution? Wie geht's da jetzt weiter? Nehmen wir mal an, die haben sich als Gruppe ja zusammengerottet. Das hat ja gut funktioniert. Wie geht's dann weiter? Wie geht's dann weiter? Wollen die dauerhaft in der Hütte leben? Die werden neue Kleidung brauchen. Ne? Irgendwann müssen sie sich Gedanken machen, wo sie mit Fäkalien und Ähnlichem bleiben. Wie gesagt, auf wundersame Weise sind die drei Jungs immer rasiert. Die Frisuren bei allen Fünfen sitzen immer mehr oder weniger gut. Die Klamotten, die die anhaben, sind immer sauber. Man fragt sich, was der eine in seiner Plastiktüte hat. So, jetzt aber endgültig. Als nächstes muss ich noch mal gucken. Ich denke, was ich dann mache, Pilgern auf Französisch, denke ich, ist ein schöner Film, den man auch gesehen haben sollte. Bis dahin, tschüss.